Hallo und herzlich willkommen zurück. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Wir müssen noch drei... Sieh dich um, Kleiner. Glaubst du, hier unten würden Möchtegern-Helden irgendwas zählen? Du hast die traurigen Grenzen von Ryans geplatzten Träumen vor dir. Glaubst du, irgendwas hier ist es wert, gerettet zu werden? Dann kannst du ja bleiben und mit dem Rest dieses Packs absaugen. Keine Sorge! Vergessen? Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Hören Sie nicht auf die Lügen von Abschied. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist blind, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Andere Seite. Das liegt an deinem Gegner, aber ich traue dir das Breitgesicht. Und hat gesagt, dass wir. Ja, okay. Das muss. Verbandskästen. Oh mein Gott. Oh, schreck mich nicht so. Nee, da waren wir ja schon. Thank you.
gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Wenn das hier irgendwo zu ist. Das ist wohl so verkackt klar. Verdammt. Autohacker. Probier nochmal einen Klick. Ey, ist das denn... Spiel hasst mich. Ich will nur mal kurz reinschauen. Ich will dir nicht sehen. Was? Hier drinnen waren wir schon, ne? Riff. Da war's. Sein
wo ist das denn, ne? Jetzt geht der los. Tschüss. Kann er sein? Fest. Voll. Die sind hier schon rein, oder? Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchon. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchon weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchon. Wenn man allein ist, kriegt die Zeit dahin. Hacker. Willkommen im Zirkus der Gut. Im Notfall. Ah, jetzt sind wir da. Ich ausgetrickst, du Monster. Halt. Weniger Munition verschwendet. Ich. Guck mal mit. Gut, Hammer. Ist ein Schwert hingeflogen. Von denen die offenen Texte?
verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchong. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchong weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchong. Okay. Nur alle defekt. Wann bin ich dran, du Scheißkerl? Sau. Halt. Nakamo. Alter! Ich werde jetzt eigentlich viel mehr nach Lass hin. Big Daddy Anzug verleiht dir 25% Widerstand. Gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Hat die Frau jetzt gesagt? Das ist gut. Wir schaffen es noch, dich zu einem richtig abstoßenden Monster zu machen. Habe ich sie gefunden? Hey! Das ist doch kein Schwert! Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein.
Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge, Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Das war auch gerade ein gutes Glück hier. So. Nein! Gerade jetzt! Verdammt! Müssen die gerade jetzt kommen? Falsch machen. Ha! Das war die letzte. Munition. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Warum auch nicht? Viel Munition war das aber auch. So wie immer. Da. Hacker's Delight 3. Die ultimative Entwicklung der Hacker's Delight 3 wird aus jedem Hacker einen gesunden Hacker machen. Welchen nehmen wir denn jetzt?
Daddy Helm. Ossi? Ossi? Wo die Rossis? Schade. Nimm den hier. Ach, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Ach, was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Wollten es eine Armor. Ach, Mann. Napalm Ober. Gut, den Helmhammer. Immer wieder zurück. So. Das hebe ich mal auf. Gut, ab hier sage ich wieder mal. Tschüss.